Hallo und herzlich willkommen zu einem unserer neuen Videos. Hier heute fahren wir gerade auf die Fähre nach Texel. Das ist immer ein riesengroßes Abenteuer, besonders für unsere kleine Tochter. Relativ eng, wie man sieht, vor uns, aber dennoch gut organisiert und auf der Fähre selbst ist genug Platz auch für ein Wohnmobil. Und dann geht es auch schon nach 20 Minuten wieder runter von der Fähre. Dann steht man meistens an der Ampel in einem kleinen Stau, weil es ja doch viel Verkehr. Und dann geht es ungefähr noch mal 20 Minuten durchs Dorf durch bis Dekow zum Strand beziehungsweise in die Düne, wo dann der Campingplatz sich befindet. Hier fahren wir gerade durch Dekow und von hier aus ist wirklich nur noch ein Katzensprung. Jetzt kommt eigentlich nur noch einmal ein Hügel, eine Düne, da wo der Wagen runterkommt vor uns. Da fahren wir hoch und dann sind wir auf dem Campingplatz. Ja, am Strand. Ja, das ist unsere schöne Parzelle. Ja, von hier aus sind es ein paar Meter bis zum Duschhaus. Das ist da vorne. Das ist das Duschhaus. Da befinden sich jetzt meine Frau und meine Tochter. Machen sich ein bisschen frisch. Geht nämlich jetzt gleich in die Haia. Ja, unsere Parzelle ist klein, aber fein. Und wirklich in dieser Düne drin, man geht so nach unten und hat reichlich Platz, wie ich finde. Also wirklich reicht. Ja, ist ein bisschen doof hier mit einem Boden. Man hat hier also Stellplatz an sich, mega gerade. Ja, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das Ding steht in Waage. Hier hört der Boden dann auf. Man sieht es hier an der Stelle. Dann kommt Sand. Und wenn man einen längeren Tisch hat, vier Personen, dann wird es schwierig. Ich habe da jetzt, weil wir hier keinen Keil brauchen, habe ich da einfach einen Keil drunter gelegt. Die andere Seite vom Tisch kann man ausfahren. Und dann steht der eigentlich auch relativ gerade. Nicht noch ein angefressener Keks. Ja. So, das sind hier die Markise und die schlägt schon ordentlich. Jetzt kann ich noch mal so einen Gesamteindruck. Ja. Hier drüben ist auch das Häuschen. Da ist die Rezeption drin. Also man fährt hier hinten so ein bisschen rum über so einen Parkplatz. Hier wieder rum und dann kann man hier hochfahren und dann kommt man hier vorne hochgefahren. Stromanschluss. Da ist ein Komfortstellplatz. Der hat also einen Stromanschluss und Kabelanschluss. Und hier haben wir ein paar Meter weiter. Ja, man muss schon ein paar Meter laufen. Mehr als 25 Meter. Ist dann auch ein Wasseranschluss. Da wird wohl mein Schlauch nicht hinreichen, aber da müssen wir halt klassisch laufen. Jo, jetzt war die Batterie leer, mal die Powerbank drangehangen. So, schauen wir mal. Also hier vorne war Wasser, habe ich gezeigt. Mehr als 25 Meter. Muss ich mal schauen, wie ich es hinkriege. Also wie gesagt, hier haben wir unsere Fahrräder drauf, das hält wunderbar. Zwei E-Bikes, die Akkus liegen natürlich drin. Und ansonsten ist es eigentlich relativ entspannt hier. Wir waren auch gerade schon am Meer, traumhafter Strand. Also wirklich der Sand, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist pulverweich. Ja. Und hier eine Düne, ist einfach die Aussicht traumhaft schön. Am Strand gibt es dann mehrere Bars, da kann man dann wirklich lecker essen. Und ansonsten gibt es im Dorf auch jede Menge Möglichkeiten, lecker zu essen. Also da gibt es Restaurant an Restaurant, viele Shoppingmöglichkeiten. Also wirklich schön. Eine wunderschöne Insel, die für uns eine Menge Erinnerungen bereithält. Wir sind damals das erste Mal nach Texel gefahren. Nein, Quatsch, ich muss viel weiter vorne anfangen. Das erste Mal auf Texel war ich damals, da hatten wir die glorreiche Idee in den Sommerferien, da war ich noch Schüler, einen Freund zu besuchen. Und der mit seinen Eltern hier in einem Bungalow genächtigt hat. Und die hatten noch ein bisschen Platz auf dem Boden für mich und ein Bett für den anderen Kumpel. Ich war da nicht so empfindlich. Wir haben auch viel Alkohol getrunken, so dass es sowieso egal war, wo ich am letztendlich geschlafen habe. Auf jeden Fall war das der erste Berührungspunkt mit Texel und daraufhin wollte ich immer mal irgendwann nochmal hierhin zurück, weil es wirklich damals schon eine schöne Erinnerung war als Jugendlicher. Und ja,
Dann habe ich geheiratet irgendwann, meine tolle Frau, und dann sind wir zum ersten Mal 2010 auf die Insel gereist und dann eigentlich jedes Jahr bis auf 2013 regelmäßig. Wir haben auf der Insel eine schöne und traumhafte Zeit verbracht, immer an verschiedenen Orten. Wir haben zuerst angefangen in einem Chalet und sind dann in eine Ferienwohnung gezogen, und in diesem Gebäude, das ist hier vorne, das zeige ich euch gerne mal. Moment, das kann man sogar von hier sehen. Das da, da sind wir vorhin. Da unten haben wir mal gewohnt. Wir haben auf der anderen Seite jahrelang gewohnt, zum Parkplatz hin. Man konnte also nicht zum Meer hinschauen. Hier unten ist natürlich eine wirklich traumhaft schöne Wohnung. Relativ teuer, denn ja, Preise kann man sich ja im Internet holen. Relativ teuer, aber relativ schön. Das sind private Anbieter, denen die Wohnung gehört. Jetzt habe ich hier ein Stück irgendwas Ticks zwischen den Zähnen. Das sind alles private Eigentümer. Das Ganze wird aber verwaltet wie so ein Hotel. Es gibt eine Rezeption und da kann man die Schlüssel holen. Also relativ schön gemacht. Das hat uns auch jahrelang viel Spaß gemacht. Relativ teuer, wie gesagt. Nicht zu vergleichen mit einem Campingurlaub, abgesehen von dem Camper, der ein Schweinegeld kostet. Ja, hier greife ich nochmal ein mit einer Moderation, weil die Aufnahmequalität vom Mikrofon nicht so ganz toll ist. Eines unserer ersten Videos ist das hier, und da gibt es sicherlich noch Platz nach oben, was die Technik angeht. Ja, ein wunderschöner Campingplatz. Hier sieht man, wie nah wir eigentlich am Meer sind. Also wir sind gerade wirklich mit der Drohne über dem Wohnmobil, und hier sieht man in die Ferne hinaus, wie groß dieser Campingplatz ist und wie schön der in diesen Dünen liegt. Und hier sieht man jetzt auch das Haus, von dem ich vorhin gesprochen habe im Video, wo wir früher drinnen Urlaub gemacht haben. Ja, unten rechts diese schönen Terrassen mit Blick aufs Meer, wunderbar. Da hinten ist das Dorf De Kok zu sehen und die restliche Insel. Und jetzt schwenken wir weiter nach rechts. Da sieht man auch die Hüpfburg für die Kinder, den großen Parkplatz, anmietbare Zelte. Hier nochmal unser Wohnmobil von oben. Jetzt schwenke ich rüber in die andere Richtung, wo man sehen kann, inwieweit dieser Campingplatz auch in die andere Richtung noch geht. Also wirklich ein Riesending und wunderschön gelegen. Ja, ich glaube, das kann man erahnen, wenn man das sieht. Man kann hier Zelte mieten. Feststehende Zelte mieten vom Platz. Ich habe auch gesehen, während ich mal mit dem Fahrrad über den Platz gefahren bin, dass es wohl auch feststehende Wohnmobile oder beziehungsweise Wohnwagen gibt. Hier vorne sieht man ein Hotel mit dem blauen Dach. Genau nebenan ist auch nochmal ein Hotel, oder die gehören beide auch zusammen, und davor sieht man diese Strandbars. Jetzt schauen wir uns mal so ein Badezimmer an, beziehungsweise im Duschhaus. Die Dusche ist geräumig, ist groß genug, nichts Besonderes, etwas älter. Warmes Wasser gibt es so viel, wie man will, und von daher alles in Ordnung. Dann gibt es auf Texel einen wunderschönen Indoor-Spielplatz. Wirklich, der ist riesengroß und gut besucht, viele Kinder da. Meine Tochter hat sich mega gefreut, dass das Ding da ist. In diesem Indoor-Spielplatz gibt es noch eine kleine Imbissbude, an der kriegt man diese holländischen Spezialitäten, Frikandel, alles, was man möchte. Es ist fürs leibliche Wohl gesorgt. Preise sind human und die Kinder haben wirklich auch bei Regen einen mega Spaß. Was man hier auf dem Video nicht sehen kann, es war an dem Tag regnerisch und es war voll, aber nicht überlaufen. Mega. Mega cool. Man sieht es am Lachen. Ja, abgesehen von einem wunderschönen Campingplatz und einem wirklich tollen Indoor-Spielplatz hat Texel natürlich auch noch einen traumhaft schönen Strand, der so lang ist, wie man hier auch sehen kann. Also wirklich so weit man gucken kann. Und ich müsste mich echt schwer täuschen. Und ich meine, man kann sogar um die komplette Insel am Strand lang laufen. Dann ist man zwar eine Weile unterwegs, aber es funktioniert. Und es ist wirklich schön. Ja, die Nordsee hat natürlich ihre eigenen Wettergesetze. Die See ist ein bisschen rauer.
Demzufolge war es heute an dem Tag hier ein wenig kühler, aber für ein bisschen Füße abkühlen war es immer noch gut genug. Wer natürlich knallhart ist, kann natürlich auch ins Wasser gehen. Ich würde es auch machen, aber an dem Tag sind wir gerade angekommen und da hatte ich noch nicht Lust, ins Meer zu hüpfen. Ich glaube, einen Tag später war ich dann drin. Ja, gut besucht, wie man sieht. So, Texel hat natürlich auch noch mehr zu bieten außer Strand und Campingplatz. Es gibt ein Eco-Mare, das ist eine Aufzuchtstation für gestrandete bzw. verstoßene Seerobben. Und da sind wir dann hingefahren. Und da können die Kinder wirklich nah, also nicht wie im Tierpark sehr weit weg, sondern wirklich nah an so Seerobben rankommen. Haben natürlich auch andere Meeresbewohner da, kann man vielleicht gleich auch noch sehen. Man wird aufgeklärt, was die Verschmutzung der Meere angeht. Die Kinder werden sensibilisiert, können verschiedene Vögel gucken, können verschiedene Dinge erleben. Also wirklich schön gemacht. Ja, und man kommt besonders nah an die Robben dran, wie man hier sehen kann. Und die fühlen sich pudelwohl. Diese Robben hier sind jetzt so krank oder alt, dass sie wohl nicht mehr freigelassen werden. Aber denen geht es da wirklich gut. Einige davon sind, glaube ich, auch blind. Aber die Kleine hat Spaß gehabt. Das ist hier eine Babyrobbe. Die wartet wahrscheinlich gerade aufs Fläschchen. Und ja, eigentlich traurig. Die hätte es sonst nicht geschafft. Im Eco-Mare selbst gibt es natürlich richtig viele Becken, wo man gucken kann, wo verschiedene Tiere sind. Je nach Krankheitsstufe oder Grad. Ja, Ikumara hat jetzt kein wirkliches Restaurant. Ich meine, in den Jahren davor, wo wir da waren, konnte man da auch Pommes essen oder sowas. Das haben sie anscheinend alles rausgenommen aus dem Programm. Was Ikumara noch hat, ist ein wunderschönes Café. Man kann sich ein Stück Kuchen essen, der auch sehr lecker war, wie man hier sehen kann. Und sich mal kurz erfrischen kann mit irgendwelchen kühlen Getränken. Aber richtiges Mittagessen in dem Sinne haben die nicht mehr. Ja, dann kann man noch was über Wale lernen oder über generell über alle Meeresbewohner, unter anderem auch die Wale der Nordsee und da kommen wir gleich hin. Da sind dann riesen Skelette ausgestellt und sehr beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend und schön gemacht. Ja, hier macht die Kleine gerade mit der Mama ein kleines Quiz. Ist halt so ein bisschen, um den Kindern zu erklären oder auch den Erwachsenen zu erklären, wie es in der Welt der Nordsee aussieht und welche Lebewesen woher kommen, wie zusammengehören und wie diese Tiere dann ins Ökosystem passen. Relativ cool gemacht. So, nachdem wir alle Stationen im Eco-Mare abgelaufen haben, hat die Kleine sich im Souvenirshop, der natürlich strategisch gut gelegen ist, eine kleine Schildkröte gekauft. Und dann sind wir mit dem Fahrrad wieder zurück Richtung Campingplatz, sind dann noch ins Dorf De Kook gefahren, was man hier gleich sehen kann, und haben dort lecker Pasta und Pizza gegessen. Ein Traum! Dass das hier lecker war, brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Die Bilder sprechen für sich. Also wenn die Pizzeria einen Imagefilm braucht, wäre der natürlich perfekt dafür. Also die Pizzeria heißt Mama Mia und ist eine absolute Empfehlung. Ja, und nach diesem schönen Tag befinden wir uns jetzt wieder in unserem Wohnmobil. Der Tag ist ein bisschen regnerischer geworden und die Kleine trainiert die angefutterten Spaghetti ab. Die Mama spült die Reste vom Morgen, so dass wir morgen in den Tag starten können. Und da geht es dann ab zum Schafshof. Auf diesem Hof befinden sich unendlich viele Schafe. So viele Schafe habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und die Kinder können diese nach Belieben streicheln und anfassen. Also so nah kommt man wirklich nicht dran. Hier sind ganz viele Schafbabys.
Und die dürfen alle angefasst werden, geknubbelt werden, auf den Arm genommen werden, genauso wie Meerschweinchen, Hühner. Hühner rennen da auch wirklich viele rum. Und also wirklich traumhaft schön für die Kinder. Ja, auch die Mama hatte sichtlich Spaß an den kleinen Lämpchen. Also wirklich für Kinder und auch für wirklich begeisterte Erwachsene ist dieser Hof ein Traum. Wer Spaß an Tieren hat und an kleinen Lämmchen, der ist hier wirklich gut aufgehoben. Im Außenbereich gibt es noch einen wirklich richtig großen Spielplatz für Kinder. Inklusive Seilzugbahn, wo man sich draufsetzen kann und dann sich mit so einem Seil schwingen kann. Also wirklich mega, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Bis hin zu einer eigenen Hüteshow mit den eigenen Hütehunden. Wir selber sind ja stolze Besitzer eines wunderbaren Border Collies und da war es doppelt interessant für uns, wie die Hüterarbeit an Schafen funktioniert. Auch wenn unser Border Collie Angst vor Schafen hat, war es trotzdem mal interessant zu sehen. So, hier befinden wir uns jetzt im Außenbereich. Da ist schon einer dieser Hütehunde. Ganz tolle und aufmerksame Hunde. Ja, diese Gondelbahn, Seilbahn oder wie man sie auch immer nennen will. Motte hatte richtig Spaß. Und da kann man schon im Hintergrund erkennen, wie viel Spielplatz für Kinder dort zur Verfügung steht. Also wirklich, da mangelt es an nichts. Die haben richtig dort investiert. Und die Leute und besonders die Kinder fühlen sich richtig wohl. Im Café kann man Kuchen essen, warmen Kakao, Kaffee, alles. Wirklich vom Feinsten. Kühle Getränke. Allerdings nichts essen. Also wirklich herzhaft essen gab es da, glaube ich, nicht. Im Eingangsbereich gibt es, oder beziehungsweise Ausgangsbereich, gibt es noch einen kleinen Einkaufsladen. Da kann man dann Schafsprodukte kaufen: Schafsfell, Schafsschuhe, Schafwolle an sich, Schafcreme. Also wirklich alles, was mit Schafen zu tun hat. Ja, hier gibt es noch einen kleinen Streichelzoo mit Ponys und Ziegen und die kann man auch alle antatschen. Irgendwo rannten auch noch Schweine rum. Also alles da. Die Kinder hatten mächtig Spaß. Natürlich darf das obligatorische Ponyreiten nicht fehlen. Warum unsere immer noch darauf scharf ist, weiß ich nicht. Sie hat eigentlich ein eigenes Pferd und müsste es gewöhnt sein. Aber wenn irgendwo ein Pony ist, muss man da drauf und eine Runde reiten. Und wenn das Kind nach Ponyreiten und stundenlang Schafe streicheln noch Energie hat, dann kann es sich auslassen auf den Luftkissen, die auch wunderbar waren. Die Kinder hatten wirklich Spaß. Also wirklich, also ich habe selten so viel Action gesehen für Kinder. Ah, da sind die Schweine. Ich wusste doch, die sind irgendwo gewesen. Ja, hier sind wir auch schon kurz davor, dass die Hunde-Hüteshow beginnt. Und das sind die beiden Hunde, um die es gleich geht. Und die Schafe bölken auch schon, die wissen schon, was gleich passiert. Die Show war wirklich klasse. Und der Mann ist der Eigentümer des Hofes und erklärt auf Holländisch, wie diese Hüterarbeit funktioniert. Wirklich interessant, ich habe wirklich viel gefilmt. Ich werde es alles extrem einkürzen, weil es sonst so viel ist. War wirklich spannend. Also wirklich, wer es mal sehen möchte, kann das mal machen. Und die Hunde sind Weltklasse, wirklich. Hat Spaß gemacht. Die Hunden finden dit fantastisch. Die willen liefst de hele dag werken.
den ganzen Tag arbeiten. Die Schapen eten liever gras. Die schapen geven mij elke dag wat extra voer. Honden krijgen geen koekje of beloning. Ja, auch dieser wunderschöne Tag hier auf dem Schafhof endet irgendwann und wir sind dann mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren. Übrigens ist alles auf Texel super gut mit einem Fahrrad, auch wenn es kein E-Bike ist, erreichbar ist. Alles ebenerdig, gibt kaum Berge, nur mal eine Düne, aber ansonsten ist alles mit dem Fahrrad super erreichbar. Ja, und dann ging es auch schon am nächsten Tag wieder nach Hause. Wir waren nur 4 Tage dort. Es gibt noch viel, viel mehr tolle Sachen auf Texel zu erleben, unter anderem der Leuchtturm. Das gucken wir uns dann nächstes Mal an. Jetzt geht's erstmal heimwärts. Und mit diesen eindrucksvollen Bildern wollen wir uns bei euch verabschieden von Texel. Und wenn euch unser Texel-Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like. Und wenn euch unser Kanal gefällt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr diesen abonniert. Und dann können wir zukünftig noch schönere Videos für euch produzieren und noch mehr machen. Und in diesem Sinne sagen wir, ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Roots on Tour.